So, da sind wir wieder bei Let's Play Pokémon Blattgrün Nuzlocke Challenge und mir tut's erstmal schon mal leid, dass ich in den ersten vier Parts leider keinen In-Game-Sound mit drauf hatte. Ich hab's echt verpeilt nachzuprüfen, ob mein Camtasia das gerade aufnimmt, aber dafür haben wir es ab heute da und ich hoffe, das hat euch nicht zu sehr gestört mit dem ganzen Hintergrundsound, den ich da jetzt einfügen musste. Ich war offscreen übrigens ein klein wenig trainieren, wie man hier gesehen hat. Ich habe das ganze Team einfach mal auf Level 14 gebracht. Dabei hat die kleine Welli den Hyperzahn gelernt. Kadi hat einen Ruckzuckhieb gelernt. Whitey war eh schon Level 14, bei dem habe ich nichts mehr trainiert. Fight ist auch genauso wie vorher. Sorti hat noch einen Superschall gelernt auf Level 11. Und ja, Marvin ist auch noch so wie er war. Attackentechnisch zumindest. So. Und ich würde sagen, wir packen jetzt erstmal den Mondberg an. Und bevor wir hier irgendwo hingehen, holen wir uns hier die Items. Kugelsaat. Kann das denn irgendjemand lernen? Einfach immer mal nachschauen. Müssen wir ja nicht sparsam sein mit den Items, aber das lernt hier niemand. So. Hier mal wieder ein wildes Super, da ist wieder ein Level 10er. Ich musste feststellen, dass ich mit meinem Sorting ziemliches Glück hatte, weil ich da ein Level 10 Super gefangen habe. Das sind nämlich die höchsten, die man hier kriegen kann. Mir sind auch beim Training hier drin ein paar Paras und Pipis über den Weg gelaufen, wobei Pipi genau 1. Paras waren es insgesamt 5, glaube ich, aber sonst einen Haufen Kleinsteins und jede Menge Zubat. So. Hier haben wir auf jeden Fall einen Käfersammler und den wollen wir doch auch nochmal verkloppen. Er hat ein Hornlio. Ist gut, Belly. Dann pack doch mal deinen schönen neuen Hyperzahn aus. Naja, mit Belly geht das jetzt richtig schön. Ein Kokuna. Ja, komm, bleib mal drin. Könnte schon ein Biber sein, das Ding, aber nein. Der Trainer wollte es nicht entwickeln. So, jetzt ist die Frage, ob ein Ruckzuckhieb hinterher schon reicht. Aber offenbar nicht. Ja, dann kriegt er halt noch einen Tackle. So viel dazu, dann gehen wir gleich mal hier weiter. Die hat ein PP, Level 14. Na gut. Natürlich geht der jetzt erstmal daneben. Dafür geht auch der Gesang daneben, das ist sehr schön. Ziehen wir ihm erstmal die Hälfte ab, das ist auch gut. So, schlafen will ich da jetzt aber nicht wirklich drin bleiben. Ich hole einfach die Kadi rein. Die macht das schon. Zugabe. Ja, mach du durch. Daneben, sehr schön. Der Heuler kommt ein bisschen spät, aber soll mir egal sein. Jetzt 100 EP für beide. So. Weil wir hier noch so nah am Ausgang sind, will ich hier jetzt keinen Aufwecker verschwenden, nur um die Belly wieder aufzuwecken, wenn wir hier direkt das Pokémon Center vor der Tür haben. Zweite Pipi. Ich
jetzt aber nicht gegen Pipis kämpfen. Trainiert habe ich gerade schon genug. Das hat fast 1,5 Stunden gedauert, die alle auf das Level zu bringen. Ja, mit genug Ausdauer kann man das alles machen. Ja, schauen wir erst da runter. Haben wir den Part nämlich gleich erledigt. Ja, fast hätten wir es geschafft, ohne dass wir einen Wild Encounter haben. Ein Level 10 Paras. Ja. Jetzt kommen sie alle daher mit den relativ seltenen Pokémon. Und 4 Pokémon, die man hier fangen kann. Und da haben wir unseren allerersten Rocket Ripple. Mit einem Sandan. Sandan hat eine ziemlich gute Verteidigung, aber mal schauen, vielleicht können wir uns da einfach durchbeißen. Na gut, das für einen Sandan war das okay. Da reicht doch jetzt ein Ruckzuckhieb, oder? Sehr schön. Wollte nur nicht riskieren, dass da noch was daneben geht. Ein Radfratz kommt. Okay, da bleiben wir doch drin. Kann gar keinen Radfratz geben, das so gut ist wie unsere Valley. Vor allem nicht, wenn wir mit dem Hyperzahn Volltreffer machen. Hat die Valley ihr Level 15. Dann kommt das nächste sein Zubat. Das machen wir mit der Kari. Kadi ist gegen Zubat größtenteils resistent. Das Schlimmste, was hier passieren kann, ist wirklich Superschall. Weil gegen den Erstauner sind wir immun. Gegen Blutsauger sind wir resistent. Ja. Wie gesagt, das ist das einzige Schlimme, was passieren kann. Und nach dem Kampf muss ich wohl eine kleine Aufnahmeunterbrechung machen. Ich bin dann aber direkt wieder für euch da. Das ist sowieso. Also, ich kann mir so lange Zeit lassen, wie ich will. Ihr seht es ja eh nicht, wie lange ich brauche. Also, ich bin mal ganz kurz weg. Wir sehen uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. So, wo waren wir denn? Hat jetzt doch ein bisschen länger gedauert. Ah ja, Valley ist Level 15. Das heißt, die tauschen wir mal nach. Weiter hinten, dann darf die Kadi jetzt ran. Hier haben wir ein Sternenstück. Können wir dann schön verkaufen, haben wir ein bisschen Geld auf Vorrat. Paras. Wenn zwar leichte EP, weil man das Viech mit einem Windstoß wegkriegt, aber nein, danke. Na gut, wenn ihr es unbedingt wollt, hier bitte. Hau mal halt auf deine Doppelschwäche drauf. Moment, der Typ hat Magnetilos. Da haben wir nur einen einzigen, der wirklich was dagegen machen kann. Und das ist unser Fight. Mit seinen netten Kampfattacken. Das hat schon seinen Vorteil, wenn man die Trainer in dem ganzen Spiel hier kennt. Gleichen Volltreffer. Na gut, bei 25% Chance ist das gar nicht so unwahrscheinlich. Ein Volteball. Ja, da sind wir schon wieder bei der Sache, dass die Hälfte vom Team eine Elektroschwäche hat, aber ich weiß gar nicht, ob das Viech überhaupt eine Elektroattacke kann. Ja gut, ich lasse Fight jetzt einfach drin. Wir machen aber noch einen Karateschlag. Ja gut, dass Volteball schneller ist, das wundert mich jetzt nicht wirklich. Schließlich eines der schnellsten Pokémon im Spiel. Also gerade seine Weiterentwicklung Elektroball
Mit einer Base-Init von 140. Nur noch von ganz, ganz wenigen Pokémon überholt. Hier haben wir einen Trank. So, dann kommt die Kadi mal wieder nach vorne. Der nächste Gegner ist ein Käfersammler. Da hat unsere Kadi doch einen super Vorteil. Wenn mal ein bisschen weniger wilde Pokémon kommen würden. Ein Raupi auf Level 10. Könnte auch schon ein Smetbo sein. Und das gibt auch gleich Level 15 für unsere Kadi. Ein Safcon. Braucht noch irgendwas hier. Ach, machen wir das vorbei. Mit Sorti dauert das ewig. Aber es wäre ein geschenkte EP für ihn. Ach komm, ich lass Kadi drin. Die kriegt hier nämlich nicht mehr allzu viel Gelegenheit, hier in Mondberg noch großartig zu leveln. Und die muss sowieso demnächst mal so langsam Richtung Level 18 kommen. Einfach, damit sie sich ein bisschen entwickelt. Haben wir keine kleine Kadi mehr, dann haben wir nur noch eine mittelkleine. Eine Tauboga-Kadi. Noch ein Raupi. Und da war noch ein Raupi. Kadi levelt eh so verdammt schnell. Irgendwo ein Trainer, eine Trainerin mit Pflanzen-Pokémon. Myrapla und Knofensa hat die, glaube ich, aber ich lasse Kadi jetzt einmal mal vorne, weil die ist die einzige, die da momentan effektiv was dagegen machen kann. Mehr EP kriegen. Okay, der will nicht kämpfen. So. Hier ein Myrapla. So, du kriegst erstmal einen Windstoß. Und überlebt ihn sogar. Gut. Lockduft interessiert mich jetzt nicht so unbedingt. Knuffensa. Ups, ich wollte gleich einen Windstoß machen. Aber so wie es aussieht, hätte der eh auch nicht gereicht. Na gut, dann kommt jetzt halt der Windstoß. Und dann gibt es gleich Level 16. Sorti nach vorne. So, da haben wir nämlich unseren nächsten Rocket-Rüpel. Dann schauen wir mal, was unser Sorti so alles kann.
Also ich weiß es zwar schon ungefähr, was er alles kann, ich habe ja schließlich ein bisschen mit ihm trainiert schon, aber ihr habt ihn ja noch nicht in Aktion gesehen. Und wir machen jetzt erstmal einen Superschall, der zum Glück trifft. Das ist nämlich auch nur zu 55% der Fall. Ja, wie man hier sieht. So, und dann hauen wir jetzt mit Erstauner ein bisschen drauf. Nicht wirklich die stärkste Attacke, aber das stärkste, was wir haben. Ein Blutsauger trifft hier auf eine Doppelresistenz. Und du dürftest dich jetzt auch langsam mal selber hauen. Nee. Da hat er schon nur eine... wie viel prozentige Chance? Eine 35%ige Chance, dass er hier durchkommt. Oder 37,5%ige Chance. Und kommt jedes Mal durch. So, ein Rettan. Wir haben noch nicht wirklich so viele Sachen, die speziell angreifen, ne? Na gut, dann lasse ich Sorti den Bedroher abkriegen und wechsle dann irgendwas anderes rein. Wenn unser Sorti bedroht ist, dann macht der auch nicht mehr viel. Wen packen wir denn jetzt da rein? Ach komm, lass mal das den Marvin machen. Und zwar machen wir das erstmal mit einem Furienschlag. Ja, das macht sogar ganz gut Schaden. Ja, wenn wir jetzt noch zweimal hinterher machen, dann passt das auch schon. Natürlich müssten wir dafür auch treffen. Silberblick, der interessiert mich jetzt nicht wirklich, es sei denn, ich komme nochmal daneben. So. Dann haben wir das auch erledigt. Ein Rocket Ripple weniger. Hier haben wir einen Äther. Das ist, glaube ich, sogar eine TM. Yep, der Raub. Da wir aber nicht wirklich Pokémon haben, die es bevorzugen, speziell anzugreifen, bringt das jetzt nicht unbedingt so viel. Vor allem Sorti lernt jetzt irgendwann demnächst noch einen Biss. Für den nächsten Kampf würde ich dann gerne den Fight vorne haben. Der nächste hat Normal-Pokémon. Der kommt mir nämlich mit ein paar Radfratz entgegen. Der Teenager Gaston. Böse. So, nächstes Radfratz. Der macht auch einen Ruckzuck-Hieb. Ja, langsam was mit unserem Fight. Hat schon 30 Angriff. Ein Zubat kommt rein, okay. Was machen wir denn gegen ein Zubat? Ich pack den Marvin rein. Du kriegst einen Folienschlag. Hui, Volltreffer. Aber nur zweimal getroffen. Und das sollte maximal 1 KP abziehen. So. Dann war's das jetzt auch mit diesem Zubat. Dann haben wir den Gaston besiegt.